So, es geht los. Unsere neue Tour. Vom Achensee zur Gramai Alm und von der Gramai Alm zur Gern Alm. Los geht's! Ein paar Infos zum Achensee. Er ist ca. 9,4 Kilometer lang und maximal 133 Meter tief. Er bildet die Grenze zwischen dem Karwendelgebirge im Westen und den Brandenburger Alpen im Osten. Hier rechts im Bild ist zu sehen, wie die Stadt Pertisau eine schöne Aussichtsplattform an den See gebaut hat. Sie bietet eine schöne Rundumsicht. Ja, bitte. Schön. Schönen Tag noch, gell? Danke, ebenso. Ja. So, die Maut ist bezahlt und jetzt ab zur Gramai Alm. Los geht's! Wie man gerade sieht, ist auch ein Pendelverkehr mit einem Nostalgiebus möglich. Thank you.
man an den Autos sieht, ich bin nicht der Einzige in diesem wunderschönen Karwendeltal. Deshalb nur ein paar Fotos und weiter. Übrigens, direkt hinter dem vorausliegenden Bergrücken befindet sich die bekannte Eng. Natürlich wäre es ohne Touris noch schöner. Deshalb ist der nächste Stopp die Gern Alm. Rechts ist die Ausfahrt zum Achensee, links zur Gern Alm. Rechts ist eine schöne Bank, die lädt doch fast zur Mittagspause ein.
Die Bank ist noch da, also machen wir jetzt erstmal eine Mittagspause.